Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Friedrich-Naumann-Stiftung ganz herzlich hier in der Landesvertretung Niedersachsen begrüßen. Internet und digitale Gesellschaft, wie weiter? Ein Stichwort, das wir in der gleichen Kooperation im Oktober 2011 eine Zwischenbilanz aufgegriffen haben, um zu sehen, wie der Zwischenstand ist in der Arbeit der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestages. Jetzt, wo am 28. Januar die letzte Sitzung stattgefunden hat und in der vergangenen Woche in der Plenarsitzung das Thema verhandelt wurde, möchten wir Bilanz ziehen und am Ende dieser Enquete die Impulse, die aus der Enquete in die Gesellschaft gegeben werden, diskutieren. Und ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und gekommen sind. Ich möchte mich gleich zu Anfang für die Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit bedanken, um dieses Thema hier gemeinsam zu präsentieren und mit einem breiten Angebot auch vor allem an Abgeordneten, die Mitglieder der Enquete waren, an Sachverständigen, die in der Enquete waren, mit Ihnen die Themen zu diskutieren. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, wünsche Ihnen einen spannenden Tag hier in der Landesvertretung Niedersachsen. Ich sage es gleich am Anfang, wir haben kein WLAN. Das hat nicht funktioniert hier im Raum. Bitte richten Sie Ihre Proteste überall hin, aber verschonen Sie uns bitte für dieses Malum, bei einer Internetveranstaltung kein WLAN zu haben. Wir werden auch ein Imbiss haben vor uns und am Ende ein Get-Together über uns. Eine sehr schöne Cafeteria befindet sich da, wo ich Sie schon jetzt zu Gesprächen einladen möchte, zu diesem Thema, was in alle Lebensbereiche hineingreift. Entschuldigen Sie auch, dass die Abgeordneten heute, was die Zeit angeht, ziemlich im Druck sind. Es gibt noch eine Abstimmung am Nachmittag im Bundestag. Das ist für Abgeordnete immer eine Herausforderung, Termine dann zu managen. Uns schien es aber wichtig, viele aus der Enquete hier zu präsentieren, um sie Ihnen für das Gespräch und die Diskussion gegenüberzustellen. Ja, also ich darf Sie ganz herzlich auch nochmal im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hier begrüßen. Möchte direkt auch Herrn Wangermann auch für die sehr gute Kooperation, die das hier alles möglich gemacht hat, danken und darf auch schon die bereits anwesenden Referenten und Abgeordneten sehr herzlich begrüßen. Freue mich natürlich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, trotz, muss man ja sagen, des guten Wetters und des nahenden Wochenendes. Das zeigt natürlich, dass das Thema also wichtig ist und auf großes Interesse stößt. Herr Wangermann hat eigentlich die wesentlichen inhaltlichen Stichpunkte schon genannt. Ich will das jetzt nicht in die Länge zögern. Herr Lindner ist da, wird ein Grußwort für uns halten. Er hat einen relativ engen Zeitrahmen. Ich möchte trotzdem noch einen Hinweis machen. Die Stiftung überträgt diese Veranstaltung hier in einem Livestream. Die Zuschauer an den Bildschirmen sozusagen, jetzt kann man sich vor wie im Fernsehen, darf ich auch herzlich begrüßen. Aber vor allen Dingen möchte ich darauf hinweisen, dass also Kommentare über Twitter, diejenigen, die twittern, unter dem Hashtag EIDG, also Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft, zu setzen sind. Ja, an der Stelle möchte ich dann das Wort auch gerne an Herrn Dr. Lindner übergeben, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ja, ich freue mich mit Ihnen zusammen auf sein Grußwort. Vielen Dank. Herr Wangermann, herzlichen Dank, verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und aus Landtagen, falls Sie hier sind. Ich freue mich sehr, dass Sie mir hier die Ehre einräumen, ein Grußwort für die FDP-Bundestagsfraktion an Sie zu richten. Ich habe jetzt wieder wahrgenommen, wie tapfer und fleißig meine Kollegen in der Enquete-Kommission über 3 Jahre hier gearbeitet haben, zusammen mit hervorragenden Sachverständigen wie Professor Gersthoff, der hier ist, Dr. Osterhaus und andere. Jeder, der mal an einer Enquete-Kommission teilgenommen hat, der kann nachvollziehen, was da für Arbeit drin steckt. Das geht meistens mit großer Euphorie los und dann so nach der zweiten, dritten Sitzung bleibt dann vor allen Dingen sehr, sehr harte Arbeit und vor allen Dingen natürlich das Bemühen, auch mit den anderen Parteien, die da drin sind, dann zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Ich glaube, das ist gelungen und es ist auch wichtig, dass Sie sich dieser Herausforderung gestellt haben. Eine der Forderungen, die Sie aufstellen, dass man hier auch zukünftig einen ständigen Ausschuss hat für Internet
und digitale Gesellschaft. Den sehe ich natürlich als Wirtschaftspolitiker leicht misstrauisch, muss ich zugeben, weil das ist natürlich immer wieder, das wollen die einem wieder was wegnehmen, was natürlich auch in der Wirtschaftspolitik eine Rolle spielt. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, weil es über die reinen fachlichen Fragen schon eine Herausforderung besonderer Art darstellt, uns hier in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, hier auf dieses Thema auch gesellschaftlich vorzubereiten. Dass das nicht immer war, dass auch viele verkannten, was das bedeutet, was das auch für die Gesellschaft, für die Wirtschaft bedeutet, das können Sie sehen, wenn Sie sich zum Beispiel das Wahlprogramm der Grünen aus dem Jahr 1987, das ist gewiss lang her, aber nicht so lange her, das könnten die sich vielleicht jetzt auf ihrem Parteitag am Wochenende auch noch mal raussuchen, um zu sehen, wie man auch Themen verpassen kann. Da stand dann zum Beispiel als Forderungen drin, Widerstand gegen I&K-Techniken und fordern die Grünen. Keine Digitalisierung des Fernsprechnetzes, keine Dienste- und Netzintegration im Fernsprechnetz ISDN, keine Glasfaserverkabelung, Stopp des Kabel- und Satellitenfernsehens. Die Grünen sind für Boykottmaßnahmen gegen Erzeugnisse der I&K-Industrie wie Bildschirmtext und sind für die Entwicklung alternativer Technologien und nicht technologischer Alternativen, also Rauchzeichen und Trommeln oder ähnliches. Also ich glaube, dass es alleine aus dieser historischen Erfahrung wichtig ist, dass wir uns auch gerade im Deutschen Bundestag da zukünftig mit den Dingen beschäftigen und das eben auch nicht anderen überlassen, die das dann eben als Single Issue vor sich hintreiben. Eine weitere Forderung, Sie sehen mir nach, dass ich nicht alle Forderungen hier aufgreife, weil es soll ja hier ein Grußwort sein und keine sozusagen Nachbearbeitung dieser Enquete-Kommission. Aber auch aus meiner Sicht wichtig ist das Thema IT-Sicherheit. Ich möchte Ihnen das nur noch mal mitgeben, auch für zukünftige Beratung. Es gibt kaum ein Industrieunternehmen in Deutschland, bei dem ich nicht zu Gast bin, die mir nicht Beschwerden vortragen, wie massiv die Angriffe und zwar täglich sind, insbesondere aus China, aus Russland, aber auch aus anderen Regionen der Welt, auf ihre Netze und auf ihre Datenverarbeitung. Das ist kein Klacks. Und es gibt auch sicher andere Länder, in denen da auch die staatlichen Geheimdienste und anderes wesentlich intensiver wiederum mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Das ist unser zentraler Schatz, den wir in Deutschland haben, ist natürlich ein technologischer Vorsprung. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann verspielen wir das zu schnell. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis sowas dann in die Breite geht, aber dann verspielen wir unsere Vorsprünge zu schnell, um daraus beziehungsweise die Unternehmen noch angemessen Kapital schlagen zu können. Der zweite Punkt ist der Breitbandausbau durch Transparenz und Wettbewerb weiter voranzutreiben und insbesondere in ländliche Gegenden. Das ist ein spannendes Feld, das habe ich übrigens mal auf einer Flugreise mit dem Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion Kauder diskutiert, inwieweit das ein wichtiges Thema gerade auch für diese Koalition ist. Das ist ein wichtiges Thema, weil wir dafür sorgen müssen, dass es also nicht nur in städtischen Ballungsräumen, sondern auch gerade in der Fläche möglich sein muss, seinen Geschäften nachzugehen und eine vernünftige Lebensbedingung vorzufinden. Ich sage Ihnen aber auch, wenn Sie sich gerade Gegenden hier in Nordostdeutschland anschauen und dann auch den Wegzug anschauen, werden wir auch darüber zu diskutieren haben, ob das für alle ländliche Regionen gibt oder ob man nicht den einen oder anderen Raum aufgeben muss, im Sinne von, dass man da nicht in derselben Weise technologische Anschlüsse, aber auch Gesundheitsversorgung und anderes zur Verfügung stellen muss und ob wir uns da nicht auch im ländlichen Bereich konzentrieren müssen, ob es wirklich tatsächlich in jedem 30-Seelen-Dorf in der Niederlausitz eine Möglichkeit für ein riesiges Architekturbüro geben muss, das stelle ich zumindest mal zur Diskussion. Man muss da auch immer den Aufwand und den Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis haben. Also das zentrale Ziel unterstütze ich natürlich sehr, aber ich glaube, da müssen wir sehr differenziert vorgehen. Ein weiterer Punkt ist das Urheberrecht. Das ist natürlich auch aus wirtschaftspolitischer Sicht eine ganz, ganz zentrale Forderung. Es wird nicht funktionieren können, dass in immer größerer Weise hier das geistige Eigentum abgeschöpft wird und nicht mehr in entsprechender Weise auch sich lohnt, dann auch noch geistiges Eigentum zu produzieren.
Wir hatten hier in Berlin, haben es immer noch, kamen große Unternehmen wie Sony und Universal her aus der Musikindustrie. Und die waren eine der ersten, die mich mit den Tatsachen konfrontierten, wie schwierig das heute noch ist, gerade für kleinere Produzenten, Labels, für kleinere Musikgruppen und Ähnliches, hier noch auf einen grünen Zweig zu kommen. Das ist für die Großen nicht das Problem. Aber sie haben da natürlich jetzt schon dramatische Einbrüche in der Kreativität. Und wir müssen sehr, sehr gut aufpassen, dass bei allem Verständnis, was ich natürlich auch habe, für eine möglichst breite Zurverfügungstellung des geistigen Eigentums, der Kreativität, aber dass sie erst mal geschöpft wird. Das macht ihnen aber auch keiner umsonst. Muss auch klar sein, dass das nicht alles Freizeitarbeiter sind oder Wohltäter, sondern dass die für ihre teilweise jahrelangen, jahrzehntelangen Bemühungen auch eine entsprechende Vergütung sehen möchten. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, der mir auch sehr wichtig ist und der hier auch erfreulicherweise deutlich aufgegriffen ist, ist das Datenschutzniveau zu erhalten und zu fördern. Und da auch ein ganz klarer Hinweis, dass da auch das Bewusstsein der breiten Bevölkerung, der Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden muss. Also jeder, der wie ich eine Kinder habe, die so in der Pubertät sind und die natürlich jetzt schon seit ein paar Jahren anfangen, auch mit den sozialen Netzwerken umzugehen, die umgehen mit dem Internet. Wie schwer das ist, zu vermitteln, dass das, was sie dort sehen, erstens mal so sein kann, aber nicht so sein muss. Wenn sie bei Facebook eine nette Freundschaftsanfrage einer unserer Töchter bekommen von einem gleichaltrigen, nett aussehenden Mädchen, dann kann das ein nettes, gleichaltriges Mädchen sein. Es kann aber auch ein schmuddeliger, bösartiger Greis sein, der sich hinter dieser Maske versteckt. Und natürlich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man dort auch in diesen Foren, in diesen sozialen Netzwerken nicht das Innere nach außen kehrt. Dass man gewahr sein muss, dass das, was da draußen ist, jedermann zur Verfügung steht und vor allen Dingen auch für immer zur Verfügung steht. Ich glaube, da ist noch eine erhebliche Arbeit zu leisten, hier einen vernünftigen und verantwortungsbewussten Umgang mit dem Datenschutz im eigenen Interesse wahrzunehmen. Wir können uns natürlich durch die Politik immer und müssen uns darum kümmern, dass das von staatlicher Seite organisiert wird. Es hat aber keinen Sinn, wenn Sie von staatlicher Seite hier eine massive Politik betreiben, aber im Grunde jeder Bürger von sich aus dann alles reinstellt, was man im Grunde zu schützen möchte. Also, ich bin sehr optimistisch, dass diese Enquete-Kommission und die Ergebnisse dieser Enquete-Kommission ein guter Auftakt waren, dass sie auch schon respektable Ergebnisse gezeigt haben, dass wir uns alle, egal ob wir im Rechtsausschuss sitzen, im Wirtschaftsausschuss oder dann eben in dem neuen Ausschuss, sehr, sehr intensiv damit zu beschäftigen haben. Das ist, glaube ich, erst noch am Anfang von dem, was wir uns vorstellen können, an dem, was auf uns zukommt, auch an Möglichkeiten der Medien, der Vernetzung von Medien. Wir haben immer noch alles sehr separat. Da ist der Fernseher, da ist der Radio, sonst was. Das Zusammenschmelzen der Medien. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, sage ich mal, dass ihr euch damit weiter intensiv beschäftigt und vor allen Dingen auch eine solche Veranstaltung nutzt, der beiden exzellenten Stiftungen, hier das zu diskutieren. Ich wünsche Ihnen einen sehr interessanten Tag. Ich wünsche den Veranstaltern der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Friedrich-Naumann-Stiftung eine sehr, sehr gute Veranstaltung. Herzlichen Dank für die Einladung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was ich angekündigt habe, ist eingetreten. Herr Kretschmer wird es nicht schaffen, da er in 8 Minuten im Plenum reden wird. Und wir schieben ihn dann, und das macht inhaltlich fast Sinn, an den Block, der als letztes Podium zur Medienkompetenz und Bildungspolitik ist. Dafür steht auch er in der Fraktion gerade, sodass wir jetzt direkt mit dem ersten Podium anfangen können. Herr Seelentag hat es bereits erwähnt, wir haben Schwerpunkte setzen müssen. 12 Projektgruppen haben in der Enquete getagt zu den verschiedensten Themen. Von Wirtschaft, Arbeit, Green IT bis zur Beteiligungsarbeitsgemeinschaft, die auch die Beteiligung der Öffentlichkeit des 18. Sachverständigen mitdiskutiert hat. 3 Themen haben wir ausgewählt. Wirtschaft,
Demokratie und Staat, Medienkompetenz und Bildungspolitik. Und diese drei Podien werden jetzt am Nachmittag unsere Veranstaltung bestimmen. Und ich darf ganz herzlich zum ersten Podium die Moderatorin Frau Heckel begrüßen. Sie wird moderieren als Wirtschaftsjournalistin. Und anwesend sein werden die Mitglieder aus der Enquete, Herr Thomas Jarzombek für die CDU-CSU-Fraktion und Herr Blumenthal, so er das Haus erreicht. Wir haben dazu auch die Sachverständigen eingeladen. Herr Rohleder musste leider absagen, aber bei der Organisation, die er vertritt, lag es uns nahe, im Haus einen Ersatz zu finden. Herr Jung als Geschäftsführer für Märkte und Technologien hat zugesagt, ihn zu vertreten. Und wir haben einen jungen Start-up-Vertreter gefunden, den geschäftsführenden Gesellschafter von Companisto, Herrn Rothart, der auch Platz nehmen wird und damit gleichzeitig zwei Hüte bei seinem Geschäftsmodell aufhat, nämlich die eines eigenen Startups und mit einer Geschäftsidee, die für andere Startups das Geld besorgen soll, um ihre Ideen und Projekte zu verwirklichen. Bitte schön, meine Damen und Herren. Ja, ganz herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir fangen jetzt einfach ganz munter an zu diskutieren und hoffen, dass Herr Blumenthal so schnell wie möglich zu uns findet. Und ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch sehr, dass wir so eine unterschiedliche und auch sehr interessante Mischung hier auf dem Podium haben. Und ich freue mich, dass wir ein wirklich wichtiges Thema, nämlich das Internet debattieren. Ich war bis 2009 Politikchefin großer Zeitungen, unter anderem der Welt und der Welt am Sonntag, und habe mich auch deswegen selbstständig gemacht, weil ich damals fand, dass die Internetstrategie der großen Verlage einfach sehr, sehr langsam war, zu langsam, wie ich fand, und dass für Menschen wie mich, Autoren, Journalisten, das Internet eben unglaubliche Möglichkeiten bereithält. Und das tut es nicht nur für mich, sondern für die gesamte Gesellschaft. Deswegen umso schöner, dass auch der Bundestag sich dem jetzt angeschlossen hat und diese Kommission noch viel früher, wunderbar. Deswegen fangen wir gleich mit Ihnen an. Herr Jarzombek, ganz herzlich willkommen. Sie haben 3 Jahre diskutiert, fast 300 Sitzungen hinter sich gebracht, 2000 Seiten beschrieben, mehrere hundert Empfehlungen. Der Witz wurde am Anfang schon gemacht. Am Anfang hatten Sie noch nicht mal WLAN in den Sitzungssälen, habe ich mir sagen lassen. Sie haben es immer noch nicht. Oh mein Gott. Gut, Ihr Enquete-Vorsitzender Axel E. Fischer sagte zum Ende, ich zitiere, die Arbeit der Enquete ist beendet, unsere geht jetzt erst richtig los. Was geht da los, Herr Jarzombek? Ja, also wie Ihre Zahlen beweisen, waren wir zumindest keine Enquete-Kommission zum Thema effizientes Arbeiten. Aber wir haben am Ende zu 12 Themenbereichen Berichte verfasst und ich finde, in diesen Berichten finden sich auch wirkliche Perlen. Das muss man sagen. Es gibt natürlich auch Strecken, die redundant sind. Aber da sind eine ganze Menge gute Ideen. Ich denke, wir werden ja auf einige zu sprechen kommen. Für mich als Neuling im Bundestag 2009 war es einfach so, wenn man selbst aus der IT kommt, im Thema Internetpolitik sich engagieren will, welches Gremium strebt man eigentlich an im Deutschen Bundestag? Und es gab sonst nur den Unterausschuss Neue Medien, wo man halt so die wenigen Eingeweihten findet, aber es ist ein Unterausschuss des Kulturausschusses und insofern können Sie, glaube ich, dessen Bedeutung jetzt auch ungefähr abschätzen. Die Internet-Enquete-Kommission war eine Gelegenheit, einmal das Thema Internet in der Breite zu diskutieren. Es war eine Plattform für die Abgeordneten, die sich in diesem Thema engagieren wollten. Und es war auch die Gelegenheit, rund um den Bundestag viel über solche Themen zu diskutieren. Und die Frage ist, wie geht das jetzt weiter? Ich habe heute ein Thema auf dem Tisch gehabt, ein wundervolles Internet-Thema, und habe mich gefragt, wo kann ich das jetzt eigentlich einbringen?
habe ich jetzt keine Antwort darauf gefunden bisher. Habe dann den parlamentarischen Geschäftsführer angerufen, habe gesagt, ich habe hier ein Thema, was machen wir damit? Und dann gesagt, dann machen wir einfach so eine Aktuelle Stunde, mal gucken, wie das so wird. Aber das ist genau die Herausforderung jetzt für die Zukunft. Wo ist die Plattform im Deutschen Bundestag, wo die Internetpolitiker, die sich mit den Internetthemen in der Breite beschäftigen wollen, künftig einbringen können? Und deshalb brauchen wir diesen Internetausschuss und deshalb brauchen wir auch irgendwas Korrespondierendes in der Regierung. Und das hat nicht nur die Enquete beschlossen, sondern das halte ich für absolut wichtig. Vielen Dank. Dann springen wir doch gleich mal, Herr Jung und Herr Rother, zu Ihnen. Die Forderung war ja schon da, ein Ministerium, ein Ausschuss. Braucht man das wirklich aus Ihrer Sicht als Verbandsfunktionär von Bitkom? Ja, also die Forderung nach einem Ausschuss ist tatsächlich eine unserer Kernforderungen seit Jahren letztendlich. Insofern kann man es nur begrüßen und wir hoffen natürlich, dass es auch dazu kommt, in welcher Regierungskonstellation denn auch immer letztendlich. Wenn man sich die 2000 Seiten Bericht ansieht, 2000 Seiten sind es glaube ich, dann muss man sagen, die Kollegen haben ganz hervorragende Arbeit geleistet. Aber die Herausforderung liegt nicht bei den Zielen. Wenn Sie sich die ansehen, flächendeckender Breitbandausbau, einheitliche Mindeststandards, Medienkompetenz und Ähnliches, das sind Dinge, da wird jeder zustimmen. Ja, ich glaube, die Herausforderung liegt dabei zu klären, wie kommen wir dorthin? Ja, mit welchen Mitteln und welchem Einsatz? Professor Kagermann sagte unlängst, das Internet ist die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Dem kann man nur zustimmen, weit über die Themen, die immer wieder in der allgemeinen Öffentlichkeit anfallen. Denken Sie an Industrie 4.0, denken Sie an Big Data Anwendungen. All das braucht Netze. Und insofern ist sozusagen das Selbstverständlichste, dass wir einen solchen Ausschuss im Deutschen Bundestag künftig haben werden. Und ich hoffe, daran wird man sich auch erinnern und hoffentlich auch an die 2000 Seiten Papier. Herr Rothert, wenn ich Sie fragen darf, als Internetunternehmer, selbstständiger Rechtsanwalt, Sie haben die Companisto GmbH gegründet, sozusagen von draußen rein auf das, was hier so im politischen Berlin passiert. Nehmen Sie das überhaupt wahr oder kommt Ihnen das alles vor wie vom anderen Stern? 3 Jahre debattieren, wo im Internet also Firmen gegründet werden, totgehen, nochmal gegründet werden? Ja. Also klar, für einen selbstständigen Unternehmer, denke ich, sind 3 Jahre eine lange Zeit. Ich glaube, wir als Startups, als junge Gründer sind sehr froh darüber, wenn das Thema jetzt, sage ich mal, auf der Plattform ist und sich damit beschäftigt wird. Das ist für uns ganz wichtig und elementar. Gleichzeitig muss man sagen, gerade auch in Berlin sind die Voraussetzungen für junge Gründer derzeit nicht schlecht. Man kann viel verbessern, optimieren, aber sicherlich ist das für alle Seiten ein wichtiger Faktor, da das Thema eben weiter zu forcieren. Aber nehmen Sie überhaupt wahr, was die Politik diskutiert oder sagen Sie, lass die einfach diskutieren, wir machen unser Ding? Ich glaube, sowas beruht immer auf Gegenseitigkeit. Bislang war es auch nicht so, dass die Startups sich formiert haben. Es gibt jetzt erste Initiativen, dass die Startups sich zusammenschließen. Ich denke, da muss auch eine Meinungsbildung stattfinden und ich glaube, wenn beide Seiten aufeinander zugehen, dann können wir da große Schritte machen. Im Moment ist die Situation ideal. Es ist ja auch medial, wird dieses Thema Startups ganz anders wahrgenommen und begleitet. Und ich denke, dass es für alle Beteiligten eine große Chance ist. Herr Jatzombek, das sind ja sozusagen offene Arme, offene Türen, die auf allen Seiten da sind. Sind diese offenen Türen denn auch im Deutschen Bundestag da? Also bevor wir jetzt in die einzelnen Sachthemen, die jetzt auch schon genannt wurden, gehen, trotzdem noch einmal die Frage von mir. Sie sind gerade angekommen, Sie hatten ein Tablet-Computer dabei und ein Handy, das war's. Keine weiteren Taschen, keine weiteren Papierunterlagen. Oh, okay. Oh. In Ordnung. Sie machen meinen Gag kaputt. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass die Großzahl Ihrer Kollegen im Bundestag doch wahrscheinlich nach wie vor stark papierfixiert sind. Vielleicht ist ein Vorurteil. Also wie ist es sozusagen, den Rest des Bundestages mitzunehmen, jenseits der 2 Dutzend, 3 Dutzend intensiven Arbeiter in der Enquete? Ja, also in meiner Tasche befinden sich auch keine Akten, sondern Wechselwäsche noch für die weitere Reise. Insofern war es noch nicht ganz falsch. Es ist so, dass aber im Bundestag, glaube ich, viele viel moderner arbeiten, als man glaubt. Selbst Kollegen aus dem Rechtsausschuss, wo ich immer gedacht habe, die würden das Internet am liebsten abschalten, sind die größten iPad-Freaks und waren die begeistertsten Befürworter, WLAN nicht nur in allen Sitzungssälen, sondern sogar in jedem einzelnen Büro zu implementieren. Und ich glaube, da sind viele weiter
als man für gemeinhin denkt. Wir haben als Bundestag offene Türen. Die Enquete-Kommission bestand zur Hälfte aus Experten. Wir machen permanente auch Hearings und es gibt viele, viele Gespräche. Und nicht zuletzt, das, was Herr Rothart auch sagte, die Regierung hat auch das Thema Startups für sich entdeckt. Der Bundeswirtschaftsminister reist jetzt zum zweiten Mal in Silicon Valley, nimmt auch ein paar Abgeordnete mit und insbesondere eine Delegation von 50 Startup-Unternehmern. Und ich glaube, auch durch die ganze Berichterstattung in der Bild zum Beispiel, bringt das all denen, die da Unternehmen gegründet haben, auch ein Mehr an Reputation. Und das ist etwas, was ich glaube ich total, das ist viel wichtiger als Geld. Ja, es wird immer nur über Geld geredet. Ich finde, wir müssen Idole herausstellen. Leute, die eine Firma gegründet haben, wo es Schüler, Kinder, vielleicht auch aus schwierigen Elternhäusern, so ähnlich wie in Amerika bei Steve Jobs, ja, glauben können, das kann ich auch schaffen, da will ich hin, das ist ein cooler Typ, das ist eine super Sache, so eine Firma zu gründen. Und das, glaube ich, so ein Mentalitätswandel, das ist das Allerwichtigste. Gut, also es war mir nochmal wichtig, auf dieses Vorurteil in der Tat einzugehen. Also, Sie wissen, es ist ein Vorurteil, im Deutschen Bundestag wird digital gearbeitet und es besteht offensichtlich auch großes Interesse daran, dann nehme ich mit. Gell? Also wir vergessen es mit dem Papier künftig. Also die Einzigen, die vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen Schulung bräuchten, das wären die Bundestags-IT machen in der Verwaltung, weil in der Regel am Wochenende die E-Mail-Server nicht funktionieren und so. Und solange der Präsident sich alles ausdrucken lässt, ist da noch Optimierungsbedarf, glaube ich. Gut, meine Damen und Herren, dann lassen Sie uns ein bisschen in die einzelnen Themen gehen. Sie haben es schon gehört, es wurde jetzt mehrfach erwähnt, wichtige Dinge wie Netzneutralität, Breitbandversorgung, Leistungsschutzrecht, Urheberrecht, Datenschutz, die einzelnen Punkte in der Tat, die Sie diskutiert haben in der Enquete. Vielleicht, Herr Jarzombek, wenn ich Sie nochmal fragen dürfte, in Ihrer Reihung, wo ist der größte Handlungsbedarf, wenn Sie eine Prioritätenliste machen müssten, wo sind Ihre Top 3, die der nächste Bundestag anpacken muss? In welcher Form auch immer, hoffentlich dann in einem Ausschuss. Ja, ich würde zwei Themen vor allem herausgreifen. Das eine ist wirklich das Thema Arbeitsplätze und Startups insbesondere. Dazu habe ich ja schon ein paar Sachen gesagt, da kann man auch noch sehr viel mehr tun. Ich glaube, wir brauchen bessere Gründungsbedingungen, mehr Gründungsmentalität für Gründer. Und das zweite ist vor allem die Infrastruktur. Wir brauchen eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur. Ich glaube, wir haben hier mit dem LTE-Ausbau viel schon geschafft, aber wir brauchen jetzt auch Gigabit-Verbindungen in den Innenstädten. Wir dürfen nicht immer nur über die ganzen Bauernhöfe diskutieren. Derjenige, der eine Online-Spielefirma in Berlin-Mitte gründen will, ja, der muss sich hier teilweise durch normale DSL-Anschlüsse durchquälen. Und das sind genau diejenigen, die mit solchen Glasfaseranschlüssen auch wirklich was machen können. Und da würde ich mir wünschen, dass wir hier eine Initiative starten, in den Gründervierteln endlich Gigabit-Anschlüsse zu verlegen. Lassen Sie mich gleich nachfragen. Das heißt, diese Doktrin Breitbandversorgung für alle, auch in dem letzten Dorf in der Uckermark, 2 Kilometer vor der polnischen Grenze, sollte aufgegeben werden oder kann man es anders technisch lösen? Das sollte auf keinen Fall aufgegeben werden. Aber die Frage ist ja, wo lege ich welche Kapazitäten hin? Und bei einem Straßennetz ist es ja auch so. Ich habe Autobahnen, ich habe Landstraßen, Kreisstraßen und dann noch Waldwege. Und am Ende brauche ich nicht Gigabit auf jedem Bauernhof, zumindest nicht heute. Vielleicht in 10 Jahren schon, aber nicht unbedingt heute. Und bevor man auf die Idee kommt, mit dem Glasfaserausbau vor allem in den ländlich abgelegenen Regionen zu starten, finde ich, darf man die Innenstädte nicht vergessen. Herr Rothart, ich vermute, Sie hören das ganz gerne. Schnelle, noch schnellere, schnellste Verbindungen in den Innenstädten. Würden Sie ja dafür bezahlen, mehr als jetzt vielleicht? Ich denke auf jeden Fall. Also es ist ja nicht so, dass der Unternehmer an sich nicht bereit ist, was zu bezahlen. Auch der junge Unternehmer weiß, dass er bezahlen muss für eine Leistung, die er bekommt. Und letztendlich erleichtert das ja das Arbeiten. Wenn ich für etwas bezahlen muss und Qualität geliefert bekomme, dann spart mir das Zeit und damit Geld. Und dann bin ich sicher, dass da auch eine Bereitschaft besteht. Und wie haben Sie das erfahren? Wie sind Ihre Verbindungen momentan in Ihrer Firma, bei Ihren Kollegen, bei befreundeten Firmen? Ja, wir persönlich haben als Unternehmen eine ganz komfortable Situation, da wir auch mit der FU kooperieren und so über dieses Netz verfügen können, was eine sehr gute Geschwindigkeit hat, wie ich hier sagen kann. Ich glaube, insgesamt ist das eine Sache, die man optimieren kann, aber ich kann mir auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass es jetzt zahlreiche Unternehmer gibt, die nicht vorwärts kommen, weil sie in keinster Weise eine Verbindung herstellen können, die ausreichend für sie ist. Herr Jung, was sagen Ihnen Ihre Verbandsmitglieder? Wie sind die zufrieden mit der Breitbandversorgung in Deutschland? Vielleicht, weil man die Fragen oder die Zahlen ja gerne mal in Frage stellen könnte. Man sagt, der Verband spricht
gefragt von Verbandsmitgliedern über sich selbst. Nehmen wir zwei Zahlen der Bundesnetzagentur von Ende letzten Jahres, die festgestellt hat, insofern unverdächtig, dass bereits letztlich in 100% flächendeckend in Deutschland eine grundsätzliche Breitbandversorgung mit einem Megabit da ist, zum jetzigen Zeitpunkt, durch einen Technologiemix. Das ist nicht immer DSL, das können Mobilfunktechnologien sein. Das heißt, eine grundsätzliche Breitbandversorgung, die haben wir. Ein wirklich schnelles Breitband, also reden wir über 50 Megabit, das haben wir immerhin 50% flächendeckend in Deutschland für 50% der Haushalte. Und das sind natürlich erstmal die Stadtgebiete, klar, weil es da einfach ist, ja, technologisch, die low-hanging fruits. Und die Herausforderung besteht darin, jetzt auch die ländlichen Gebiete zu erschließen. Und unsere Auffassung ist, das muss natürlich wettbewerblich geschehen und sollte nicht sozusagen vom Staat regulatorisch, wie auch immer geartet, vorgegeben werden. Und was Startups angeht, glaube ich, dass es heute gute Möglichkeiten gibt, zu sehr, sehr vernünftigen Preisen an sehr schnelles Internet zu kommen. Also ich glaube, das ist weniger das Problem, zumindest mal in Ballungsräumen heute Hochgeschwindigkeits-Internet-Anschlüsse verfügbar zu halten. Gut, wir haben es bis jetzt noch nicht gesagt, aber ich kann natürlich in so einer Diskussion nicht umhin, es zu nennen, das T-Wort, die Telekom und die Netzdrosselung, Herr Jatzombek. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben, dass die Telekom jetzt einfach sagt, okay, wenn ihr jetzt durch seid mit euren Daten, dann drosseln wir jetzt halt mir hier mal. Ja, wir haben dazu ja auch schon Erklärungen abgegeben. Also es sind ja zwei verschiedene Aspekte. Die eine ist die Frage der Tarifmodelle und die andere ist die von Netzneutralität. Und bei den Tarifmodellen muss man sagen, ist das eine Geschäftsentscheidung der Deutschen Telekom. Da kann man den Anbieter wechseln, wenn man damit unzufrieden ist. Man muss den Markt da weiter beobachten. Die Telekom war nie der günstigste Anbieter. Insofern kann einen das fast gar nicht wundern. Die zweite Seite der Medaille ist halt eben die Frage, wenn dieses Volumen erreicht ist, in dem Standardpaket wahrscheinlich von denen, die viel Internet nutzen, sind es 200 Gigabyte dann wohl beim VDSL-Anschluss. Was passiert, wenn diese 200 Gigabyte erreicht sind? Werden dann die Dienste der Deutschen Telekom weiterlaufen und die Konkurrenz nicht? Und da muss man sagen, gibt es durchaus weiteren Gesprächs- und Diskussionsbedarf. Denn wenn ich jetzt sehe, dass T-Entertain eben über diese Grenze hinaus funktioniert, dann muss man sich überlegen, was ist genau der Markt? Ist der Markt jetzt eher Fernsehen? Dann muss man das auch im Vergleich sehen zu Kabelfernsehen und zu Satellit und zu DVB-T. Aber es enthält natürlich auch die Komponente Video on Demand. Und da ist der Markt ja wieder ein anderer. Dann habe ich Anbieter wie Maxdome etc. und die können dann möglicherweise am Ende dieses Volumens nicht mehr übertragen. Und insofern ist das genau der Punkt, wo ich sage, wenn das sich so bewahrheiten sollte und die Telekom nicht diese Politik noch vernünftig auseinanderdröselt, dann gibt es vielleicht doch noch Bedarf, diese Verordnung zu erlassen, die das Telekommunikationsgesetz seit einem Jahr ja vorsieht, um Netzneutralität zu erzwingen. Wenn ich das ergänzen dürfte vielleicht, also auch muss ich Ihnen erstmal zustimmen, es sind zwei Paar Schuhe, aber in der Diskussion wird zum einen das vermisst und zum anderen, glaube ich, tut Versachlichung Not. Das Thema ist überhaupt nicht neu. Im Jahr 2002 war am Landgericht Koblenz ein Verfahren anhängig gegen 1&1, damals schon ein großer Provider, die bei Erreichen einer bestimmten Volumengrenze den Anschluss gekappt haben. Das weiß ich deswegen, weil ich damit befasst war, persönlich. Es interessierte damals niemanden, die Richter übrigens auch nicht. Das ist also keinesfalls neu, die Thematik, dass Anschlüsse gedrosselt werden. Und man muss sich schon fragen, warum jemand, der wie wahrscheinlich 99% in diesem Raum hier dasselbe zahlen sollen, wie andere, die 30, 40 HD-Filme im Monat downloaden. Das haben sie auch in keinem anderen Lebensbereich. Die zweite und davon völlig andere Frage ist die, kann und darf die Telekom bestimmte, nämlich ihre eigenen Dienste, privilegieren? Das ist eine rein kartellrechtliche und die ist rein kartellrechtlich juristisch zu bewerten und wird sie vielleicht auch dann zu beantworten haben. Aber das gilt es zu trennen, dafür haben wir ein Instrumentarium und ich verstehe den Hype darum ganz ehrlich überhaupt nicht. Es werden die allerwenigsten privat davon betroffen sein. Wir reden ab 75 Gigabyte bei einem DSL-16-Anschluss und diejenigen, die solche Downloads überhaupt erzielen werden, einen Breitbandanschluss haben mit 50 Megabit, da sind sie also ab 200 Gigabyte. Ich denke, das ist mehr als fair, wenn ein geringfügig höheres Entgelt genommen wird. Das andere ist eine kartellrechtliche Frage, wie bei anderen Dingen auch. Die Diskussion hatten wir bei Microsoft. Darf Microsoft den Internet Explorer mit einem Betriebssystem ausliefern oder darf man das nicht? Das sollen Juristen klären und man sollte ein bisschen, denke ich, zurückkommen und die Diskussion versachlichen.
Weil Herr Jungs ja angesprochen haben, das Thema mit dem Kappen, ist mir das als Nachsatz jetzt nochmal wichtig. Also Tarife kann die Telekom ja gestalten, wie sie es möchte. Aber was nicht passieren darf, ist, dass Internetanschlüsse irgendwann gekappt werden. Ich finde, wir brauchen auch ein Grundrecht auf Internet. Ich denke auch, dass sich das aus vielen Urteilen mittlerweile ableiten lässt. Und insofern haben wir auch immer der Telekom gesagt, schon als das erste Mal die Gerüchte aufkamen, es muss so sein, dass wenn dieses Volumen erreicht ist, dass man unkompliziert weiteres Volumen kaufen kann und zu anständigen Preisen. Und Telekom behauptet, wir können das ja nicht prüfen, dass nur 3% ihrer Kunden über dieses Volumen herüberkommen. Und insofern ist das mein Wunsch und da fordere ich auch die Telekom ganz klar auf, dass sie mal ihren Kunden Auskunft darüber erteilt, wie viel sie überhaupt in den letzten Monaten verbraucht haben. Und das Zweite ist, dass die Telekom jetzt auch mal sagt, was denn die weiteren Pakete kosten werden. Also wenn bei einem VDSL-Anschluss, wo 200 Gigabyte drin sind, die nächsten 200 Gigabyte 10 Euro kosten sollten, dann kann man da, glaube ich, kein großes Problem draus identifizieren. Wenn die aber 50 Euro oder noch mehr kosten, dann finde ich, geht das nicht. Und dann muss man sich auch da nochmal überlegen, wie man dann da einschreiten kann. Vielleicht lassen Sie mich bitte noch eins ergänzen. Natürlich sind wir uns einig, nicht missverstanden zu werden. Es sollten auf gar keinen Fall Anschlüsse gekappt werden. Ich sage es nur, im Jahr 2002 war das bereits der Fall und niemand hat es interessiert. Das einfach mal zur Historie. Und das andere ist die Preispolitik eines Anbieters. Und die sollte die Politik nicht dem Anbieter überlassen. Das sollte der Markt regeln. Wir haben einen sehr gut funktionierenden Wettbewerb im Breitbandsektor, auch aufgrund dessen, was die Politik da in den letzten Jahren getan hat. Und es wird sich zeigen, ob man dann, wir reden ja von Leuten, die 200 Gigabyte und mehr herunterladen. Ich bezweifle, ob jemand hier im Raum ist, der das nutzt, vielleicht ein, zwei Personen. Ob die das dann tun werden oder nicht. Und da gehört sicherlich noch mehr als Package dazu, als nur die reine Downloadrate. Und der Preis, ich habe ja noch ganz andere Serviceleistungen, weswegen ich für den einen oder den anderen Anbieter entscheiden mag. Der nette Mechaniker, der immer ein paar Stunden zu spät kommt. Herr Rothart, regt Sie diese Diskussion auf? Im Netz war ja unglaublich viel Spott zu hören und zu lesen in den letzten paar Tagen über diese Drosselungsidee der Telekom. Ja, was heißt aufregen? Also ich glaube, als Unternehmer ist man relativ gefasst und regt sich nicht mehr ganz so schnell auf. Zumindest geht mir das so, hilft mir auch. Letztendlich muss ich sagen, wir haben Erfahrung gemacht mit unseren neuen Mitarbeitern, einfach die grundsätzlich mal mit der Telekom, mit dem Internetanschluss auszustatten. Das war schon eine Herausforderung. Das hat mich eher aufgeregt, aber sonst kann ich sagen, aufgeregt hat mich das nicht. Gut, wir sind ja schon an dem Punkt angekommen, dass man einfach sozusagen sich dann die zusätzlichen Datenmengen dazu kauft, bevor ich hierher gekommen bin. Ging bei mir, meinem Computer zu Hause, die Paywall eines Verlages in Deutschland hoch und sagte, aha, bitte bezahlen Sie, hier sind unsere Preise. Deswegen bin ich schon beim nächsten Thema, Leistungsschutzrecht. Wie haben Sie das gesehen in der Enquete und wie geht's da weiter? Also ich bin kein Fan des Leistungsschutzrechts und mein Kollege Peter Tauber hat dagegen gestimmt. Ich habe mich am Ende enthalten als Kompromiss darüber, dass uns die Regierung auch ein paar Stellen entgegenkam und das Ding nicht so schlimm wurde, wie das ursprünglich mal geplant war. Am Ende, denke ich, ist es jetzt eine leere Hülle. Das kann man als Erfolg verbuchen, glaube ich, dass es kein volles Ding ist. Manuel Höferlin sitzt hier im Podium. Der ist, glaube ich, einer der wesentlichen Zahnzieher dieses Gesetzes. Insofern ist es schon ein Erfolg, dass das Ding eine relativ leere Hülle jetzt ist. Ich glaube aber trotzdem, dass nichts bringt. Ich glaube auch, dass wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ich glaube darüber hinaus, dass die Verlage selbst einen Riesenfehler bisher gemacht haben. Und wir müssen da an das Thema heran, dass sie kein einheitliches Bezahlsystem haben. Denn so wie Ihnen geht es ja vielen. Sie klicken durch das Internet und kommen hier auf einen Artikel und dann heißt das, gib deinen Benutzernamen und Passwort ein. Dann klicken Sie auf den nächsten Twitter-Eintrag und sind beim nächsten Verleger. Dann müssen Sie sich wieder anmelden. Benutzernamen, Passwörter, Kreditkartendaten, alles hinterlegen. Und wenn Sie halbwegs normal über die Verlegerangebote im Netz surfen wollen, sind Sie im Handumdrehen bei einem Dutzend Registrationen, Dutzend Benutzernamen, Dutzend Passwörter und Dutzenden von Rechnungen und Sie verlieren den Überblick. Ich meine, dass das kein Erfolg ist, doch logisch. Also das muss ich als Politiker ja eigentlich nicht erklären, weil das ist eine unternehmerische Frage. Und der Erfolg von Apple besteht darin, dass ich mich einmal anmelde, ein Bezahlsystem habe und egal wo ich Zeitungen oder Contents kaufe, eine Rechnung von einem Anbieter kriege. Und das müssen die Verleger auch machen. Und wenn der Staat dabei unterstützend tätig werden kann, wenn da möglicherweise auch im kartellrechtlichen Bereich Dinge zu verändern sind, dann fände ich das die viel sinnvollere Diskussion, dass wir es den Verlegern ermöglichen, ein gemeinsames Billing-System zu machen, sodass man sich nur einmal anmelden muss und dann auf sämtlichen Verlegerangeboten Bezahlinhalte nutzen kann.
Also mich als Nutzer haben Sie sofort an Ihrer Seite. Herr Rothart, wie sehen Sie das? Ja, ich denke insgesamt, vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf, aber das Internet ist ja eine Riesenchance für alle Beteiligten. Und ein Wissenstransfer zu nutzen, der muss auch nutzbar bleiben. Zu viele Hürden, wie der Herr Jarzombek das auch schon sagte, sind da sicherlich nicht förderlich. Und ich denke, da gilt es eben darum, entsprechende Regelungen zu finden. Wunderbar, herzlich willkommen, Herr Blumenthal. Wir sind total froh. Ich weiß, dass Sie herbeigeeilt sind und deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie da sind. Und wir sind schon mitten in der Diskussion und zwar sind wir beim Leistungsschutzrecht angekommen, aber bevor ich Ihnen die Frage stelle, wollte ich Sie einfach noch mal kurz fragen. Nein, wie ich habe auch schon Herr Jarzombek nach seinen Erfahrungen aus diesen 3 Jahren Arbeit in der Enquete gefragt und das würde ich auch gerne Sie fragen. Was sozusagen Sie mitnehmen aus dieser intensiven Arbeit und was auch für Sie die 2, 3 wichtigsten Prioritäten sind, die jetzt dann in der neue nächste Bundestag erledigen muss? Ja, zunächst Entschuldigung für das verspätete Kommen. Der Plenarplan ließ sich jetzt nicht mehr so schnell anpassen an den geänderten Ablauf hier vor Ort. Also was nehme ich mit? Zum einen, dass wir mit dem externen Sachverstand, glaube ich, die Chance gehabt haben und sie auch genutzt haben, mal rauszukommen aus diesem politischen Klein-Klein. Wir haben ja in den regulären Ausschüssen im Deutschen Bundestag ja immer eine sehr politisch tragende Debatte. Da haben auch viele dann die Ideologiebrillen auf. Und was ich zu wertschätzen wusste, war eben die Zusammenarbeit mit den Experten, mit dem Sachverstand, ob es Gewerkschaften waren, Wirtschaftsverbände, das war eine gelungene Mischung. Das Format, denke ich, bietet sich weiterhin an und da bin ich froh, dass die Enquete-Kommission auch den Abgeordneten und der deutschen Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben hat, sich da eben auch einzubringen. Das war ein guter Erfahrungsgewinn, auch der Umgang mit der Öffentlichkeit. Wir haben ja überwiegend mit Livestream getagt. Die Öffentlichkeit konnte sich ja auch mit eigenen Vorschlägen einbringen. Also dieses ganze Experiment war es ja für uns, die Öffentlichkeit direkt mit einzubinden. Das ist, glaube ich, für uns ein großer Erfahrungsgewinn, wo wir Netzpolitiker auch den anderen Kollegen sagen können, schaut mal her, es ist nicht so schwer und es funktioniert und das tut, glaube ich, auch dem Ansehen von parlamentarischer Demokratie sicher gut. Gleich Leistungsschutzrecht wäre die zweite Frage. Lassen Sie uns noch ein bisschen bei Ihren Erfahrungen bleiben, weil es, glaube ich, für uns alle sehr interessant ist, weil wir stellen uns ja schon als Bürger, Beobachter, Interessierte die Frage, wie es denn nun tatsächlich mit der digitalen Kompetenz der einzelnen Abgeordneten ist. Man sieht die oftmals während den Sitzungen mit ihren iPads rumspielen, was sie da machen. Die Frage wollen wir jetzt nicht genau stellen, ob die da jetzt Sudoku-Schach spielen oder irgendwie Akten lesen. Aber wie würden Sie das einschätzen? Also das ist natürlich die Frage der Selbstdisziplin. Das ist hat jeder selbst in der Hand. Was natürlich schon auffällt, ist, dass die Aufmerksamkeit bei Redebeiträgen, auch in anderen Ausschüssen, dass die leider sinkt. Also man hört einander nicht mehr wirklich so konzentriert zu. Das sagen auch, bestätigen eben auch die Kollegen, die schon länger im Parlament sind und auch die Zeit vor iPad und iPhone und anderen mobilen Endgeräten kennengelernt haben. Das ist sicher auch eine Frage der Selbstdisziplinierung, da muss jeder selber sich auch ein bisschen zusammenreißen. Ich glaube, diese Vorstellung, ich muss ständig und jederzeit auf jeden Input, den ich über ein mobiles Endgerät bekomme, dass ich sofort darauf reagieren muss, davon müssen sich auch Politiker ein Stück frei machen. Also dann lieber die Chance zu nutzen, nochmal nachzudenken. Also mehr Zeit zum Nachdenken als zur sofortigen Reaktion. Das ist für mich auch ein Erfahrungsgewinn. Also das habe ich für mich als Konsequenz aus dieser ganzen Geschichte rausgezogen. Sich frei zu machen von dem Druck, jedes Mal, wenn ich einen Tweet bekomme, wenn ich einen Kommentar bekomme, ich muss da umgehend drauf reagieren. Das musste ich auch lernen, gelingt mir inzwischen ganz gut. Und das gebe ich auch gerne anderen Kollegen weiter. Entspannt euch einfach. Aber Sie würden sagen, das Verständnis für die Internetwirtschaft und die digitale Kompetenz ist im Bundestag inzwischen doch schon vorhanden. Ja, das auf jeden Fall, weil wir ja auch merken, wie oft Kollegen aus anderen Bereichen auf uns zukommen. Wir haben das jetzt gerade aktuell beim Thema Breitband nachwehen vom TKG mit der aktuellen Debatte um die Telekom-Preispolitik. Da kommen jetzt Leute aus dem Wirtschaftsausschuss zu uns und fragen nach. Das war vorher ein klassisches Wirtschaftsthema, jetzt ist es auf einmal Netzpolitik. Und deswegen sind wir unmittelbar mit eingebunden. Das waren am Anfang auch Berührungsängste, natürlich auch die Sorge vor Kompetenz- oder Autoritätsverlust, wenn man eben auch mal Sachen abgeben muss. Das klappt aber inzwischen besser und auch dazu hat die Enquete einen Beitrag geleistet, weil wir mal zeigen konnten,
was ist alles Digitalisierung, was ist Auswirkungen von digitalen Strukturen auf das Leben und auf die Wirtschaft und überhaupt. Also das war eine Reihe von Erkenntnisgewinnen, wo ich jetzt auch merke, auch andere realisieren das. Das war auch ein wichtiger Impuls dafür. Herr Jatzombek sagte uns, dass seine zwei wichtigsten Punkte, die er mitnimmt aus der Enquete, zum einen eben die Situation von Startups und Gründern sind, dass man, da geht es gar nicht so sehr um Geld, sondern einfach die Role Models, die Vorbilder, die bekannt zu machen und auch prominent in die Öffentlichkeit zu stellen, und zum anderen eben auch, dass das Internet sehr schnelles Internet verfügbar ist, auch in den zentralen, den Metropolen. Was wären Ihre zwei Top-Themen für die künftige Arbeit? Auf jeden Fall im Bereich Wirtschaft und Arbeit, dieser Wandel in der Arbeitswelt, der wurde am Anfang der Enquete sehr skeptisch betrachtet. Also einfach auch zur Kenntnis zu nehmen, es gibt immer wieder Umbrüche in der Wirtschaftswelt, da verschwinden Berufsbilder und neue entstehen. Und wir hatten vor 3 Jahren eher die Debatte, was macht die digitale Welt alles kaputt? Was an angestammten Ausbildungsberufen, Lehrberufen, Fachberufen könnte verschwinden? Und insofern war das eine sehr stark getriebene Negativbetrachtung. Wenn man sich aber mal anguckt, was auch Digitalisierung an neuen Arbeitsplätzen schafft, dass die IT-Wirtschaft es war, die in der Finanz- und Wirtschaftskrise im Gegenteil zu anderen Wirtschaftszweigen die Arbeitsplätze sichern konnte, aufbauen konnte, welche Bedeutung das für die Gesamtwirtschaft hat, das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Das mag für den einen oder anderen selbstverständlich sein, aber ich erinnere mich da an sehr starke Debatten, die wir in der Enquete dazu hatten, wo von einem bestimmten Teil der politischen Landschaft immer noch versucht wurde zu sagen, wir müssen da sofort rein regulieren, wir müssen bestimmte Branchen schützen und wir dürfen nicht zulassen, dass Digitalisierung alles kaputt macht. Aber das ist genau der falsche Ansatz. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Erkenntnis, auch wenn sie dem einen oder anderen banal vorkommen mag, aber es ist für viele von der Denke her, von der politischen Denke, ein ganz großer Schritt gewesen. Und da war ich froh, dass wir da diese Richtung ein bisschen beschleunigen konnten. In der Tat, es scheint mir auch ein sehr wichtiger Punkt zu sein, diese vielen interessanten neuen Berufe, die mit denen man erst was anfangen kann, wenn sie einem dann erklärt werden. Haben Sie mir ein paar neue Berufsbilder hier, die wir bekannt machen könnten? Berufsbilder, bin ich jetzt nicht sicher, was Sie meinen, aber ich denke, der Gründer heutzutage oder dieses, was ist eigentlich ein Startup, das ist ja auch eine interessante Frage. Und ich glaube, das ist für viele junge Menschen auch ein Antrieb, muss man sagen. Man hat ja als Selbstständiger die Gelegenheit, auch sehr viel selbst zu bestimmen, sein Arbeitsumfeld. Das ist auch ja viel Komfort, den man sich selbst einrichten kann. Und deswegen dieses Thema Startups mal zu überlegen, wer ist das eigentlich und wie macht man diese Leute sichtbar? Das ist, glaube ich, auch ein Berufsbild, ja, was man vielleicht ein bisschen weiter noch in die Gesellschaft tragen sollte. Jetzt heißt es ja immer, dass Berlin eben so attraktiv ist, dass die ganze Welt, die jungen Menschen der Welt hierher kommen. Kommen denn auch die Deutschen aus den Regionen nach Berlin? Oder also wie sieht es denn tatsächlich aus in den Lofts in Kreuzberg? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also wir haben gerade jemanden eingestellt im Bereich PR, der kam aus Bonn nach Berlin. Oh. Das weiß ich, keine Provinz, Bonn ist keine Provinz, ich stelle es für fest. Genau, das meine ich nicht mit der Provinz meine ich das nicht, sondern aus allen gängigen Bereichen des Bundesgebiets. Und aber was für uns auch viel interessanter ist als junge Gründer, es geht nicht natürlich nur ums Bundesgebiet, sondern es geht auch die Vernetzung mit Ländern, an ganz anderen Menschen aus anderen Ländern. Und das erleben wir. Also es ist mittlerweile sehr international. Und vielleicht kann ich an der Stelle auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, was dieses Internet, wenn wir es mal so sehen, wirklich für Chancen bietet. Ja, das kann ich auch an meiner eigenen Geschichte vielleicht mal ganz kurz erzählen. Ich bin 1980 geboren. Als ich mein Abitur gemacht habe im Jahr 2000, gab es auf einmal das Internet. Und das ermöglichte mir letztlich, mein erstes Unternehmen zu gründen, was ich gemacht habe während dem Studium. Ja, über diese Möglichkeit, über das Internet permanent quasi ein Geschäft zu haben, ja, ohne vielleicht dieses Kapital zu benötigen, was in früheren Generationen einfach für eine Selbstständigkeit nötig war, war das eine Riesenchance für mich und letztendlich auch eine Perspektive. Ja. Jetzt muss man sagen, wir haben jetzt, nachdem wir mit Companisto gestartet sind, wir haben zu zweit angefangen. Ja. Wir hatten die Idee zu zweit, jetzt sind wir 7 Leute, haben 5 Angestellte. Wir konnten 12 Unternehmen finanzieren mit über 1,3 Millionen Euro in knapp 10 Monaten über eine Plattform. Vielleicht kann ich dazu später auch nochmal was sagen, wie wir das genau machen. Aber das sind auch wieder 12 Unternehmen, die 5 Leute angestellt haben, mindestens im Schnitt. Das ist eine Vielzahl von Arbeitsplätzen.
Und was der Herr Jatzombek gesagt hat, finde ich ganz wichtig, diesen Mentalitätswechsel. Ja, vielleicht bringe ich es doch hier an dieser Stelle. Was wir machen, ist Crowdinvesting. Das bedeutet, man kann über unsere Plattform in junge Unternehmen investieren. Diese Unternehmen stellen sich ihnen vor. Sie brauchen dazu nicht viel Geld. Sie können das übers Internet machen. Keiner muss zum Notar gehen. Und sie lernen diese Unternehmen, die Gründer persönlich kennen. Sie können den Leuten Fragen stellen. Sie können sich überzeugen lassen von deren Geschäftsmodellen oder eben nicht. Und da sehe ich eben auch eine große Chance für den Mentalitätswechsel. Denn es geht doch auch darum zu verstehen, wer sind denn eigentlich diese Gründer? Was machen die? Wie wird man Unternehmer? Gerade auch für junge Leute. Und das ist hier Unternehmertum live. Jeder kann mitmachen und da sehe ich auch ein Riesenpotenzial drin. Herr Jatzombek, Herr Blumenthal, was wären Ihre Ideen, wie man das noch stärker in politischen Raum, in öffentlichen Raum reinbringen kann? Und warum gibt es keinen Bill Gates in Deutschland oder Steve Jobs? Ja, das wiederum zum Beispiel zeigt schon genau das Problem. Die gibt es ja sehr wohl, aber die kennt kein Mensch. Und deshalb, glaube ich, müssen wir diejenigen, die wir haben, die erfolgreich, die als Vorbilder taugen, mehr in den Vordergrund stellen. Also Dietmar Hopp und Hasso Plattner, SAP, ist der jüngst gegründete deutsche DAX-Konzern. Im April 1972 hat jetzt seinen 41. Geburtstag. Das war das letzte Ding, was neu entstanden ist, das letzte große. Und wenn ich jetzt sehe, dass Hasso Plattner hier viel investiert, gerade in Potsdam, da auch investiert hat in eine Menge an Hochschulen und an Campus und an Zentren, wo wirklich junge Leute was lernen können, hat man ihm bei seinem letzten Investment dann dort vorgehalten im Stadtrat, man wolle ja kein Plattner-Mausoleum in Potsdam haben. Und das zeigt vielleicht dann auch, wie der Umgang mit denjenigen ist. Wir haben zum Beispiel Professor Brandenburg, das ist der Erfinder des MP3-Formats. Ohne das MP3-Format würde es heute kein iPhone geben. Ja, und das ist ein Deutscher, den trifft man auch hier und da bei solchen Veranstaltungen und niemand kennt Professor Brandenburg, einen Menschen, den man sicher herausstellen könnte und in der neuen Gründergeneration, und da sehe ich eine ganze Menge, wird es vielleicht auch den einen oder anderen geben und das finde ich einfach unheimlich wichtig, dass jetzt auch der Wirtschaftsminister das fortführt, was er bereits tut, und da bin ich auch von überzeugt, dass er es tut, dass er nämlich diese Gründer ins Schaufenster stellt. Herr Blumenthal? Genau der Punkt. Wenn wir uns mal anschauen, wer in den letzten 15 Jahren auf Delegationsreise mit Ministern, mit der Kanzlerin gegangen ist, gerade wenn es darum ging, im Ausland Aufträge einzuwerben, Kontakte zu anderen Wirtschaftsregionen auch herzustellen, dann war das überwiegend die klassische Industrie. Die ganzen namhaften Unternehmen, die auch weiterhin wichtig sind, die auch dazugehören, das ist völlig unbestritten. Aber Philipp Rösler auf der Tour in die Vereinigten Staaten jetzt im Mai ist es, glaube ich, Thomas, ne, du bist ja dabei. Dort werden eben auch erstmals konzentriert eben auch Unternehmer und Gründer mitgenommen, die auch ein eigenes Programm mit dabei haben, mit einer eigenen Delegation. Das ist schon mal das Erste, als Vertreter der deutschen Industrie, als Wirtschaftsminister sich dazu zu bekennen, sie ins Schaufenster zu stellen, ihnen auch Chancen zu ermöglichen, Türen zu öffnen, Kontakte herzustellen. Das ist schon das Mindeste. Da braucht man keinen weiteren Cent Steuergelder für Förderprogramme oder Ähnliches auf den Tisch zu legen. Das sind ganz, ganz einfache Maßnahmen, die da jetzt auch stattfinden. Zweiter Punkt, vielleicht sollten wir, also wir reden ja sehr viel darüber, wenn das schiefläuft. Ja, wenn irgendwo Skandale geschehen sind, gerade im Bereich Datenschutz, ist ja auch einiges passiert in den letzten Jahren. Wenn die Meldung über den Ticker läuft, kann ich einen Countdown runterzählen, bis irgendeine Fraktion sagt, das Thema muss unbedingt in den nächsten Ausschuss, Anhörung und volles Programm, parlamentarische Vollbefassung damit. Das haben wir intensiv gemacht. Thomas erinnert sich auch, worüber wir oft im Unterausschuss Neue Medien gesprochen haben. Und da liegt es auch an uns, vielleicht auch mal Positivbeispiele auch ins Schaufenster zu stellen, auch nach Erfahrungswerten junge Unternehmer zu fragen, was macht ihr, wie läuft es bei euch, was können wir noch tun. Oft arbeiten wir uns aber an den Sachen ab, die schlecht gelaufen sind. Das steht auch in der Presse und so nimmt es auch ein Teil der Bevölkerung wahr. Das ist ein Zirkelschluss, den kann man auch selbst, können wir auch selbst durchbrechen ein Stück weit. Indem Sie was tun? Genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass wir haben eine einzige Anhörung, meine ich, gemacht jetzt in 4 Jahren, wo wir mal nach Best-Practice-Beispielen gefragt haben, wie können neue Arbeitszeitmodelle durch den Einsatz von digitalen Medien, wie kann man das organisieren? Da haben wir Unternehmen mal gefragt, wie sie es gut und richtig vorgemacht haben. Dagegen stehen aber bestimmt 4 oder 5 Anhörungen und Panels zu Thema Datenschutzprobleme. Also sozusagen so eine proaktive Themensetzung von der Politik, die sie sich nicht aufzwingen lassen durch die Medien.
Herr Jung, wie funktioniert das denn mit proaktiven Themensetzungen? Also er hat ja schon den Begriff Datenschutz jetzt gerade doch noch ins Gespräch gebracht, müssen wir noch kurz drüber reden. Datenschutz, da denkt ja jeder gleich, oh Gott, schrecklich. Lassen Sie mich noch einen Satz sagen zu den Berufsbildern, weil das so ein bisschen abgeebnet ist eben. Es geht nicht nur um neue Berufe, es geht gerade auch darum, traditionelle bestehende Berufe letztlich an die Digitalisierung heranzubringen. Einfaches Beispiel, Smart Home, das vernetzte, intelligente Heim. Die brauchen heute keine Leitungen mehr verlegen, sie können Lichtschalter ankleben. Wie selbst genutzt, ist ganz hervorragend, sie können auch wieder abziehen und woanders ankleben und es funktioniert. Aber suchen Sie mal den Elektroinstallateur, der sich damit auskennt. Das ist ein Problem. Es geht also nicht nur um völlig neue Berufe, die geht's auch. Und es geht vor allen Dingen darum, althergebrachte, traditionelle Berufe auch mit diesen digitalen Möglichkeiten in Verbindung zu bringen. Und das ist eine ganz große Herausforderung, unabhängig davon. Und so, jetzt wollen wir nochmal die Kurve bekommen. Wie macht man das mit den angeklebten Lichtschaltern? Sie können den Lichtschalter überall ankleben, wo Sie möchten. Und in der Lampe, die also zum Beispiel an Ihrer Decke sich befindet, ist ein kleiner Sensor. Und der registriert einen Impuls dieses Lichtschalters, wenn Sie ihn anklicken. Und ganz wichtig, es strahlt dort nichts. Sie brauchen auch keine Batterie in diesem Lichtschalter. Vergleichen Sie es mit einem Feuerzeug, das Sie bedienen, dann macht es eben einmal diesen Impuls, wenn Sie diesen Lichtschalter bedienen und so können Sie, und Sie sind völlig frei, wenn Sie ein Haus planen, normalerweise beschäftigen Sie sich erstmal damit, wo kommt welches Möbelstück und dann vielleicht die Lampe hin, die Steckdosen, bei denen geht es noch nicht so ganz flexibel, aber insofern da arbeiten wir noch dran, aber da sind völlig neue Möglichkeiten bereits jetzt, aber es braucht diejenigen, die das dann umsetzen und insofern auch entsprechende Ausbildungsberufe, die entsprechend reformiert werden müssen. Wow, ich bin beeindruckt. Anklebbare Lichtschalter, ganz toll. Okay, sorry, zweiter Punkt. Ja, der zweite Punkt, es ist letztlich, Sie fragten ja die Herren Abgeordneten, was sind die wichtigen Themen? Das wichtige Thema ist letztendlich die Rahmenbedingungen für neue Geschäftsmodelle im Bereich Informationstechnologie so zu gestalten, dass sie möglich sind, dass Datenschutz einfällt. Ich bin der festen Überzeugung, dass in keiner anderen Branche so viele neue Geschäftsmodelle entstehen können, wie in dieser Querschnittstechnologie ETK. Und die Herausforderungen sind groß. Datenschutz ist da ein Thema. Da passiert ja auch einiges oder wird wohl passieren. Aber es ist nur eine Baustelle. Und die Wertschöpfung, die darin liegt letztlich, die gilt es dann mit Hilfe der Politik eben zu entfesseln. Und ich glaube, da sind wir mit dem, was jetzt die Enquete arbeitet hat, auf einem sehr, sehr guten Weg, wenn es denn jetzt in einen sozusagen Arbeitsmuskel überführt wird nach der Bundestagswahl. Also ich würde es nicht an einzelnen Dingen festmachen. Da ist auch das Leistungsschutzrecht, das Sie eben genannt haben, Kuriosum, entgegen dem letztlich fast ausschließlichen Widerstand, auch des BDI, durchgepeitscht, jetzt ein etwas zahnloser Tiger, sodass man sagen könnte, es stört einen nicht weiter. Aber solche, ja, doch kuriosen Dinge, damit müssen wir uns befassen. Es wird Sie nicht verwundern, dass wir natürlich nicht für das Leistungsschutzrecht sind, um eben neue Geschäftsmodelle möglich zu machen. Und da ist das Leistungsschutzrecht ein sehr schönes, im negativen Sinne, Beispiel dafür, wie man auch neue Geschäftsmodelle verhindern kann. Gut, jetzt lassen Sie uns doch noch sozusagen in der letzten Runde über das Thema Datenschutz zumindest mal ein bisschen ansatzweise reden. Die Forderungen, die immer zu hören sind, ist, dass wir einen europäischen Datenschutz brauchen, damit wir nicht in jedem Land die unterschiedlichen Gesetze beachten muss, die auch sehr kompliziert sind. Sind wir da irgendwo auf dem Weg hin oder ist es eine Forderung, die sowieso nicht realisierbar sein werden wird? Ja, natürlich sind wir auf dem Weg dahin, denn die Europäische Union ist ja gerade in der finalen Beratung des Datenschutzpakets. Und ich glaube, dass das richtig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Unternehmer ein Produkt vernünftig auf den Markt bringen kann, wenn man in 27 europäischen Staaten unterschiedliche Datenschutzrichtlinien hat und dann anfangen muss zu überlegen, wo kann ich mein Ding wie bauen. Interessanterweise haben wir gerade noch ein Urteil bekommen, was besagt, dass Facebook sich überhaupt nicht an den deutschen Datenschutz halten muss, wenn sie hier sind, sondern dass tatsächlich alles nach irischem Recht stattfindet. Und das zeigt ja schon, wie weit man auf dem Weg dieses vermeintlich einheitlichen Standards ist. Bevor jetzt alle Unternehmen ihre Zentrale nach Irland verlagern und die ganze Berliner Gründerszene sich dann in den EasyJet verpflanzt und sagt, das scheint ja dann irgendwie einfacher zu sein, bin ich der Meinung, müssen wir jetzt gucken, dass das schnell durchkommt, wovon ich auch ausgehe. Und das finde ich total wichtig. Wir müssen uns dann irgendwo in der Mitte treffen. Also die Deutschen sind ja ein bisschen datenschutzverrückt, während im angelsächsischen Raum man da teilweise extrem laissez-faire ist. Und ich denke, auch da liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Herr Blumenthal. Ja, die EU-Datenschutzgrundverordnung, das ist ja der Rechtsrahmen, der dort gerade erarbeitet wird, ist, denke ich, ein längst überfälliger Schritt, der jetzt vollzogen wird. Der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte hat es ja jetzt mehrfach versucht. Er hat jetzt auch höchstrichterlich vor wenigen Tagen auch in der zweiten Instanz nochmal klargestellt bekommen, dass seine Interpretation und Auslegung des deutschen Rechtsrahmens in der Causa Facebook nicht greift, dass das Telemediengesetz bei der Frage der Pseudonymnutzung eben nicht greift und das irische Datenschutzrecht sei maßgeblich. Und das zeigt schon, das kann nicht funktionieren. Also bei einem globalen Medium, bei globalen Akteuren und Playern, die ihre Produkte da auch eben dann im Netz anbieten, werden wir mit nationaler Regulierung nicht weiterkommen. Deswegen ist EU-Datenschutz das Richtige. Und wie sehr Datenschutz sich selbst ad absurdum führt, will ich an einem Beispiel klar machen. Jener Datenschutzbeauftragte hat mal gefordert vor einem Jahr ungefähr, dass die Facebook-Nutzer aus Schleswig-Holstein, dass die von Facebook beim Ansurfen auf den Dienst anders behandelt werden, dass da weniger Daten von schleswig-holsteinischen Internetbenutzern gespeichert werden. Es ist derselbe Datenschützer, der von den Internetprovidern verlangt, dass sie gerade keine Rückschlüsse aus der IP-Adresse zu ihrem Aufenthaltsort ziehen. Und mehr muss man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Ja, Herr Jung, wollen Sie noch was dazu sagen? Noch ein Satz, eben diese Datenschutzdebatte nicht auf soziale Netzwerke zu reduzieren. Und auch die Datenschutzverordnung, die da kommt, ist sehr, sehr stark geprägt vom Geist und des Denkens um soziale Netzwerke herum. Was mindestens wahrscheinlich sehr viel wichtiger ist, das Thema Cloud Computing. Also letztlich sich nicht mehr die eigenen Serverschränke in den Keller zu stellen, sondern diese Leistung sehr viel besser und eben bedarfsgerecht durch Spezialisten, wo auch immer, erbringen zu lassen und wo auch immer heißt, wo vielleicht zumindest in der EU mit anderem Datenschutzrecht. Und da brauchen wir wirklich ein einheitliches, sicherlich hohes Niveau, aber um das möglich zu machen, also wirklich grenzüberschreitende Geschäftsmodelle und im Cloud Computing liegt ein sehr, sehr großes Potenzial. Und um das nutzen zu können, nicht nur als Nutzer in Standort Deutschland, sondern auch als Anbieter von Cloud Computing Leistungen, da denke ich, müssen wir sehr stark auch an den Datenschutz denken, an einheitliches Niveau und es nicht immer nur auf soziale Netzwerke reduzieren, was es gerne auch von Seiten der Kommission getan wird. Ja, meine sehr, sehr verehrten Damen und Herren, Fragen geht noch? Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Prima, wunderbar. Also dann gerne, ja. Würden Sie sich kurz vorstellen? Sehr friedlich heute. Ja, mein Name ist Jens Bess, ich bin im Präsidium der Wikimedia. Das ist der Verein, der sich um die Wikipedia kümmert und Gründungsmitglied vom Bundesverband Deutscher Startups. Ich finde es gut, dass wir uns jetzt, nachdem die Enquete zu Ende ist, und danke auch nochmal an die Adenauer und Naumann Stiftung, dass wir diese Diskussion jetzt fortführen. Ich wollte nochmal zum Punkt kommen, den Marco Jung auch schon gesagt hat. Es geht ja, ich verkneife mir schweren Herzens, über die Infrastruktur zu sprechen, die Telekom gerade versucht. Das Thema hatten wir. Ich möchte über eine andere Infrastruktur reden, die sehr wichtig ist, und das sind die Menschen. Vielleicht sogar noch wichtiger als die Leitungen. Und diese Infrastruktur Mensch, die sich jetzt an das Internet gewöhnt, privat, wenn Sie die Wikipedia benutzen, offen und kollaborativ. Aber von Chibo bis BMW ist es ja auch so, dass diese kollaborativen Methoden sowohl mit den Kunden als mit den Mitarbeitern, mit Zulieferern neue Umgangsformen zu finden. In den Startups wird es ja auch schon zelebriert, dass man flachere Strukturen hat. Wir kennen das auch schon vor dem Internet, in der Automobilindustrie, dass Produktion, dass Menschen wieder gefragt werden, was könnte man denn besser machen am Produkt und an der Art, wie wir zusammenarbeiten. Der Community Manager, die IHKs, einige IHKs überlegen ja schon, ob der Community Manager, also jemand, der, früher hätte man vielleicht Kundenberater gesagt, heute ist es jemand, der sich um die Menschen kümmert, die um ein Unternehmen herum sind, ob das ein Lehrberuf werden soll. Also es ist ja durchaus einiges im Geschehen und auch normale oder etablierte Berufe ändern sich. Was könnte denn die Politik noch tun, dass diese Infrastruktur Mensch, die Offenheit und Kollaboration, die mit dem Internet jetzt möglich ist, noch mehr lernt, dass wir jetzt nicht sagen, da müssen wir jetzt eine Generation warten, bis die Lehrer den Schülern beibringen können, dass man das Internet positiv benutzen kann. Was könnte man da tun, um Kollaboration und Offenheit konstruktiv und auch wirtschaftsfördernd, wie das in anderen europäischen Ländern bereits geschieht. Open Data schafft Arbeitsplätze, schafft Umsätze. Was könnte man da tun? Was sind da die Ideen vielleicht? Die eine Generation haben wir nicht Zeit, oder? Herr Blumenthal?
Ja, das ist das Problem. Gerade wenn wir darüber nachdenken, wann fängt das an mit dem Fitmachen, also das Enabling, das Befähigen von Menschen mit den Medien eben auch umzugehen. Völlig klar ist, im Rahmen des Studiums da spezielle Vorlesungen anzubieten, ist es viel zu spät. Viele sagen auch, die Kinder wissen es eh besser als die Lehrer. Ich glaube, dass wir bei den Schülern im Moment zur Kenntnis nehmen, dass die technisch schon ganz fit sind, auch sich das selbst aneignen, aber auch mal kritisch zu reflektieren. Die Information, die ich als erstes bei Google rausziehe, ist auch die valide, hinterfrage ich die auch mal, besorge ich mir eine zweite Informationsquelle, so wie wir früher gelernt haben, verschiedene Zeitungsquellen mal gegeneinander zu legen, habe ich noch gelernt, verschiedene Zeitungsartikel auszuschneiden zum selben Vorgang und zu gucken, wie stilistisch welche Redaktion was aufbereitet. Das war ja auch mal das reflektive Befassen mit solchen Informationsquellen. Kurzum, ich wünsche mir, dass die Schulen sich auch öffnen, vielleicht auch für Projektmanager von der Wikimedia, um solche Projekte mal in den Schulen vorstellen zu können, um Projekttage dort durchzuführen, weil ich glaube, viele meinen, sie müssen es mit dem eigenen Lehrpersonal regeln. Dort gibt es dann Befindlichkeiten, Berührungsängste. Also einfach, dass die Schulen sich öffnen, auch für Externe, um eben diese Zwischenzeit jetzt zu überbrücken, auch die Scheu zu verlieren, auch mal mit der Wirtschaft zu kooperieren. Also wenn Microsoft dort bestimmte Programme hat, um Kindern den Umgang mit dem Netz darzustellen, dann ist bei vielen sofort klar, die werden beeinflusst, das ist kommerziell, das darf nicht sein. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, trotzdem den Sachverstand zu nutzen, die Schulen zu öffnen, ohne dass es jetzt alles gleich nur noch eine Kommerzshow wird. Das wären so konkrete Anregungen, aber mittelfristig brauchen wir Lehrpersonal, die bei der Didaktik, bei der Lehrmethodik mit diesen neuen Medien noch umgehen können. Daran führt kein Weg vorbei. Okay, das dann balanciert. Ja, also die Berufsbilder machen die Unternehmen selbst. Da sind wir in Deutschland, finde ich, gut. Das können die Unternehmen, können Bedarf anmelden und über ihre eigene Organisation dann halt umsetzen. Da kann der Bundesverband der Startups zum Beispiel sicher in das Thema mal reingehen. Das zweite ist die Frage, was machen wir mit den Schülern? Ich habe unter anderem die Projektgruppe Medienkompetenz und Jugendschutz geleitet und ich muss sagen, ich habe vorhin das Thema nicht angesprochen, weil ich ein optimistischer Mensch bin, weil ich immer glaube, dass man erfolgreich ist, aber das ist ein Themenfeld, da ist man der Resignation irgendwann relativ nahe geworden. Also wir haben gefordert, wir wollen einen Laptop für jeden Schüler haben, damit alle mal in der Schule überhaupt gezwungen werden, sich damit auseinanderzusetzen. Ist ja immer die Frage Henne und Ei, womit fange ich eigentlich an? So, wenn jetzt jeder Schüler mit einem staatlichen Laptop in die Schule kommt, dann kann kein Lehrer mehr sagen, aber es war ja die technische Ausstattung nicht da und der Computerraum war besetzt und. Also ich habe Meetings gehabt mit Ländervertretern und wenn man im Jahr 2012 immer noch über die Fragen diskutiert, wer da eigentlich wie zuständig ist und dass man sich keine technischen Standards vom Bund vorgeben lassen will und dass man da überhaupt erstmal Unterarbeitsgruppen gründen muss, um zwischen den Ländern über Standards überhaupt erstmal nachzudenken, bin ich als IT-Mann fassungslos. Kann ich nicht anders sagen. Bin da fassungslos und ich finde die ganze Geschwindigkeit im Schulwesen total unbefriedigend. Wir sind total hinter dem Mond, ja. Und wie heute Ausbildung stattfindet, auch in Bezug auf nicht nur auf die Risiken im Internet, sondern auch auf die ganzen Chancen. Also was kann ich da eigentlich lernen? Das verpassen wir von vorne bis hinten und das ist alles in der Hand der Länder. Schön, dass wir hier in Niedersachsen sind. Hier, der niedersächsische Minister könnte zum Beispiel mal anfangen oder auch irgendein anderer Bildungsminister eines Landes. Ja, die schlafen vor sich hin, das ist wirklich, wirklich grausam. Ist es. Und ich glaube auch im Übrigen, und das ist mein letzter Punkt, egal ob jung oder alt, es gibt Leute, die werden von zu Hause nicht oder wurden nie zum Lernen motiviert. Und es gibt gerade über die spielerischen Wege im Internet, über Spiele, aber auch über Webseiten, so viele Möglichkeiten, Dinge zu lernen, dass es auch Spaß macht, wo vielleicht auch diejenigen, die bisher keinen Zugang gefunden haben. Und da müssen wir die doch heranführen. Und ich finde das schrecklich, wenn es am Ende so ist, dass dann wieder so ein bisschen dieser Divide stattfindet, dass aus bestimmten Elternhäusern die Kinder vor allem irgendwie Videos gucken und irgendwie die weniger schlauen Computerspiele machen und die anderen dann auf der Wikimedia und auf anderen Dingen rumsurfen, sondern das, finde ich, ist total wichtig, dass hier alle wirklich die Chancen auch des Internets mit auf den Weg bekommen. Herr Jung, weil wie kann ein Verband wie Ihrer da mithelfen? Ja, genau solche Forderungen mit Nachdruck unterstützen. Also dem kann ich nur beipflichten und genau diesen Vorbehalten begegnen wir tagtäglich. In vielen Schulen in den Ländern ist immer noch die Denke so, wir gehen jetzt in den Informatikraum. Ja,
so wie man früher ins Sprachlabor gegangen ist in den 70er Jahren. Ja, es muss darum gehen, diese Werkzeuge völlig selbstverständlich in den Unterricht einzubinden. Das fängt bei der Lehrerausbildung an. Das Letzte, was ich mir dazu anhören möchte, ist, es wäre kein Geld vorhanden. In diesem Land ist sehr wohl Geld vorhanden für solche Dinge. Man muss es nur wollen, es ist für vieles andere auch Geld vorhanden. Es ist der mangelnde Wille, die mangelnde Flexibilität. Es gab vor ein paar Jahren mal eine Grundgesetzänderung, was war es, 93a, einheitliche Standards bei der IT, Bund, Länder. Schöner Paragraph, schöner Artikel im Grundgesetz. Was ist daraus geworden, wenn man nicht mal in der Schullandschaft das heute hinbekommt? Also ich kann es nur unterstützen, aber wir sind leider nicht diejenigen, die da den Hebel in der Hand haben. Wir sind dann eher die, die, ja, wenn wir beratend tätig sein wollen, vorgehalten bekommen, ja, ihr wollt doch nur euer Zeug verkaufen, und das ist sehr schade. Ich wollte nochmal auf den zweiten Teil von Ihrer Frage eingehen, mit den Berufstätigen, weil es aus meiner Sicht ein genauso wichtiger Punkt ist. Warum gibt es so wenig oder scheint so wenig spannende, interessante Software didaktisch aufbereitet zu geben für alle Altersgruppen oder auch für unterschiedliche Altersgruppen, wo man vielleicht auch Älteren dann den Zugang leichter machen kann? Also ich muss Ihnen sagen, ich habe meiner Mutter vor kurzem einen Laptop gegeben und dann habe ich versucht, ihr das zu erklären, wie das geht, und es war so kompliziert, also wenn sie das nicht gelernt haben. Ja, genau. Ich habe meiner Mutter mein altes iPad gegeben, aber von selbst. Genau, das exakt, das war meine Konsequenz, weil das Normale, es ging nicht, also bin ich dann umgeschwungen. Aber musste ich auch zuerst mal drauf kommen. Aber trotzdem, es gibt es da zu wenig? Muss es da mehr geben? Sind wir da hinterher, was die Didaktik angeht? Also das Thema Usability, Benutzerfreundlichkeit, das löst sich ja gerade an dem Beispiel, was Thomas Jelzombek gebracht hat, sehr, sehr deutlich. Windows 8 wird offenbar, hat ganz große Probleme als Nachfolger von Windows 7, weil die Benutzerfreundlichkeit dort wieder mal nicht gut gelungen ist. Was auch, ist auch ist jetzt keine Privatmeinung, ist ja auch öffentlich schon bekannt, dass sie da jetzt Probleme haben, während die ein anderes Produkt, was Thomas gerade sagte, von älteren Menschen eben offenbar sehr eingängig und intuitiv genutzt werden kann. Ich glaube nicht, das war übrigens auch eine Erkenntnis aus der Enquete-Kommission, dass wir vom Staat jetzt den Otto-Normal-Rechner oder den Otto-Normal-Benutzer definieren sollten. Denn alles, was wir versuchen würden, als Vorgabe zu machen, wäre, wenn es beschlossen wird, schon von der Realität und Praxis längst überholt. Da ist eben das Geschehen in der Praxis eben wesentlich schneller. Und das war zum Beispiel auch eine Erkenntnis in der Arbeitsgruppe Wirtschaft Arbeit. Gab es die Idee, dass zum Beispiel für Betriebe gesetzlich geregelt wird, wie lange, in welcher Form mobile Endgeräte eingesetzt werden dürfen. Nein, wenn wir anfangen, solche Gesetze hier auf Bundesebene zu schreiben, das wäre das Ende von jeder betriebsinternen Vereinbarung und von praxisnahen Rahmenbedingungen. Die würden dann gerade nicht helfen. Herr Rothert, in der Start-up-Szene, ist es ein Thema, Lernsoftware, Didaktik für den eigenen Umgang mit den neuen Medien? Also ich glaube auch, dass wir da kein großes Problem haben und dass das auch keine Aufgabe der Politik ist, weil letztendlich kann man sagen, das ist ein Markt, das ist ein Riesenmarkt, die Leute werden immer älter und da wird es, das kann ich Ihnen versprechen, genügend Unternehmer geben, die daran auch verdienen wollen und werden entsprechende Angebote liefern. Da muss man vielleicht noch ein bisschen Geduld haben, aber ich denke, da passiert auch viel. Ich weiß selber von vielen Unternehmen, jungen Gründungen, die sich in allen möglichen Bereichen damit beschäftigen, entsprechende Lernsoftware aufzusetzen, zu entwickeln. Und ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Gut, dann tun wir das nicht, sondern konzentrieren uns auf die Stecker, die Lichtschalter, die man ankleben kann. Ja, haben wir noch weitere Fragen? Okay. Ja, meine Damen und Herren, dann tue ich was ich als Moderatorin unglaublich gerne tue, nämlich ich schenke Ihnen 10 Minuten Ihrer Kaffeepause, die wir damit jetzt verlängern um 10 Minuten. Das ist total wichtig. Sie wissen es nicht nur wegen des Kaffees, sondern natürlich auch wegen den interessanten Gesprächen, die wir hoffentlich ein bisschen befeuert haben mit unserer Diskussion hier und den Themen, die wir aufgeworfen haben. Es geht ja nachher gleich noch weiter mit 2 weiteren Panels. Ich darf mich bei den Herren hier auf dem Podium ganz herzlich bedanken bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie die 10 Minuten Kaffeepause gut, treffen Sie noch einen Menschen mehr, den Sie immer treffen wollten, und haben Sie interessante Gespräche. Vielen Dank.